Prinzip Nummer 3. Schau und sei dir ganz sicher, dass du das arbeitest und an dem Ort bist, wo Gott dich haben möchte. Psalm 90, Vers 17. Herr, unser Gott, zeig uns deine Gunst oder auch Freundlichkeit, je nach Übersetzung. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, lass gelingen, was wir tun. Und wir wissen, dass der Segen, dass unser Händewerk gesegnet ist, auch darauf beruht 5. Mose 28, wenn wir seiner Stimme gehorchen. Gehorchen heißt auch, ich bin am richtigen Platz. Gehorchen heißt, ich habe herausgefunden oder bin zumindest auf dem Weg herauszufinden, wofür wurde ich designed. Was ist der Grund, warum ich hier bin? Bin ich im kreativen Bereich? Bin ich ein Künstler? Bin ich ein Musiker? Bin ich ein Handwerker? Jesus war auch Zimmermann, da ist nichts Schlechtes mit Handwerker. Wir brauchen Handwerker. Hat mir Gott einen Geschäftssinn gegeben? Im Bereich Finanzen etwas gegeben, um die gut zu haushalten, freizusetzen? Bin ich am richtigen Platz? Hat Gott mir was gegeben für Menschen, mit Menschen umzugehen? So, wenn ich sehr es liebe, mit Menschen umzugehen, wirst du sterben hinterm Schreibtisch. Aber es kann auch durchaus sein, dass du nicht glaubst, dass die Arbeit, die du gerade tust, deiner Persönlichkeit oder deinen Fähigkeiten nicht richtig passt. Das heißt nicht immer unbedingt, dass du dich nicht, Gott nicht dort will, sondern manchmal setzt er uns in Situationen hinein, wo unser Charakter dadurch geformt wird. Wir tun Dinge, die nicht so in erster Linie vielleicht unsere erste Hauptberufung, Beruf sind, wofür wir designed wurden, aber wir werden geschliffen an dem Ort. Unser Charakter wird geformt. Unsere Persönlichkeit wächst an diesem Ort. Wir lernen Gott vertrauen. Wir lernen, ihm zu vertrauen für den richtigen Moment. Wir lernen Geduld. Wir lernen Ausdauer. Es ist das Training dieser Arbeit, dieser Zeit, wo wir denken, wir sind nicht dort, wo Gott uns haben will, die uns zubereitet für den Ruf, den Gott für uns hat. Und oft ist dieser so schwierige Job ein Stepping Stone, eine nächste Sprosse auf der Leiter, um dich dorthin zu bringen, zu dieser Arbeit, die dich richtig erfüllt, die dich richtig zufrieden macht. Oder du hast vielleicht viele Jobs gemacht in deinem Leben, denkst, ach, ich habe so viele Jobs gemacht, nichts zu Ende gemacht. Du hast gesucht, du hast versucht herauszufinden, was ist es wirklich, wofür ich designed wurde. So, das heißt nicht, dass das schlimm ist. Aber finde heraus und sei dir sicher, dass du am richtigen Platz bist, von deinen Gaben, deiner Persönlichkeit, denn dann wirst du auch an den Herausforderungen dort weiter wachsen. Prinzip Nummer 4. Wenn Gott eine Vision gibt, dann lass ihn diese Vision erfüllen. Deine Aufgabe ist nur darauf zu reagieren, statt dass du sie zustande bringst. Das ist auch wieder etwas, was das säkuläre, weltliche Zielsetzen und Ziele erreichen ein bisschen anders ist wie in den göttlichen Zielen. Gott gibt uns Visionen, Gott gibt uns Träume, Gott gibt uns Ziele, Pläne, auf die wir uns ausrichten können. Und natürlich hat er uns den gesunden Menschenverstand gegeben, zu planen. Ich sage ja nicht, plane nicht. Es ist gut, einen Plan zu machen, aber dein Plan muss vor dem Herrn gemacht werden. Aus der Gegenwart des Herrn heraus. Mit ihm besprochen werden. Manchmal wirst du erleben, dass er dir nur den nächsten Schritt gibt. Wie er zu Abraham sagte, geh aus diesem Land. Und dann hat Abraham weitere Schritte bekommen, als er voranzog. Manchmal gibt er dir ein paar Schritte. Manchmal sagt er einfach, du musst mir vertrauen und jetzt an der Stelle weitermachen, wo du stehst. Aber viele von uns haben ein Ismael zur Welt gebracht. Wir konnten nicht warten. Wir sahen die Vision, wir sahen den Plan, wir sahen die Möglichkeit und wir haben es selbst ins Leben gebracht. Wir haben den Sohn selbst versucht zu zeugen. Lass es den Herrn machen. Warte, bis der Zeitpunkt Gottes kommt. Weil wann immer du versuchst, durch deine eigenen Connections, durch deine eigenen Fähigkeiten dich darzustellen, entweder ist er Gott und führt und leitet dich, wenn du es ihm erlaubst. Dann schreibst du deine Bewerbung natürlich. Aber wenn du keine Antwort bekommst oder nicht angenommen wirst, dann bist du nicht gleich depressiv und zweifelst an dir, sondern dann weißt du, das ist einfach nicht die Tür, die der Herr für mich aufgemacht hat. Das ist nicht der nächste Ort des Wachstums für mich. Weil jede Tür, die er aufmacht, wird dir in deinem persönlichen Wachstum dieser Liebe ähnlicher zu werden, aus 1. Korinther 13, deinem Herrn ähnlicher zu werden, helfen. Selbst wenn es ein herausfordernder Job ist. Du wirst in deiner Persönlichkeit geformt. Ihr habt mich das oft sagen gehört, oft ist unser Vater mehr interessiert, was auf dem Weg geschieht, wie am Ziel selbst. Weil er könnte dich morgen ans Ziel bringen. Als die Zeit erfüllt war, hieß es bei Jesus, sandte Gott seinen Sohn.
als die Zeit erfüllt war, haben sich die Ketten von Josef gelöst. Als die Zeit erfüllt war, kam der Heilige Geist. Da gibt es Zeitpunkte Gottes. Und wenn du dich zu früh da reinschubst, und jemand hat mal gesagt, wenn der Teufel dich nicht stoppen kann, versucht er dich voranzutreiben. Weil er weiß, wie im Natürlichen, je früher das Baby geboren wird, umso schwerer ist es, es am Leben zu halten. Umso mühseliger wird es, weil gewisse Dinge noch nicht am Platz sind. Gewisse Leute vielleicht noch nicht um dich herum sind. Und während ich spreche, bekomme ich diese Intuition, dieses Ziehen Gottes in meinem Herzen, dass es mindestens drei Leute gibt, die zuhören. Du bist Dinge in der Vergangenheit angegangen. Es war nicht, dass sie falsch waren, sondern du warst zu früh. Und Gott wird dich rufen, diese Vision wieder aufzugreifen. Und diesmal ist der Zeitpunkt da. Prinzip Nummer 5. Bekomme das, was Gott dir gibt, durch Gehorsam und nicht durch endloses dich aufopfern und schwitzen von morgens bis abends, sondern dadurch, dass du ihn Herr sein lässt. Als Gott Adam erschuf und Eva, da gab er ihnen die Arbeit im Garten, den Garten zu managen. Er setzt sie dort in den Garten hinein. Und dieses Wort für Arbeit und für Worship, das hebräische Wort, ich nehme es jetzt vielleicht nicht ganz richtig sagen, weil ich habe mir das nachgelesen, ich habe kein Hebräisch gelernt, aber das Avoda, das bedeutet auch Anbetung. So Arbeit und Anbetung werden manchmal die gleichen Worte benutzt. So Arbeit mit dem Fokus auf den allmächtigen Gott ist Anbetung. Das haben das jüdische Denken hat es verstanden. Unser griechisches geprägtes Denken trennt es. Hier ist die Arbeit, hier sind die geistigen Dinge. Und darum wollen so viele von euch in den vollzeitigen Dienst rennen. Bleibt raus aus dem vollzeitigen Dienst. Ihr seid bereits im vollzeitigen Dienst. Hört das Wort des Herrn. Und eure Arbeit, ob es bei den Kindern ist, ob es am Arbeitsplatz ist, am Fließband, wenn du es in der Haltung für deinen Gott tust, dann hast du auch keine, und deinen Gott als deinen Arbeitgeber siehst, dann hast du auch keine Sorgen, dass wenn du deinen Job verlierst, dass dein Arbeitgeber jetzt wechseln muss. Du wechselst deinen Arbeitgeber nicht. Er setzt dich nur in einen anderen Bereich hinein. Er versetzt dich vielleicht geografisch, aber Gott ist noch dein Arbeitgeber. Und wenn du es mit der richtigen Haltung tust, ist es Anbetung. So, die Juden waren oft gesegnet, weil sie dieses Prinzip kannten. Alles ist Anbetung. Wenn ich Arbeit und mein Handeln in der richtigen Art mache, ohne die Menschen zu betrügen, sondern es eine Win-Win-Situation gibt, ist es Anbetung. Ehrt es den allmächtigen Gott. Und wer ihn ehrt, der wird auch geehrt. So achte darauf, der Gehorsam, auch in diesen Dingen. Und nicht das Mühen von morgens bis abends, Stress haben, dann bist du Millionär und dann kriegst du einen Herzinfarkt. Und dann können vielleicht deine Kinder es vergeuden, weil sie nicht dafür gearbeitet haben, wissen sie nicht wichtig, damit umzugehen. Sondern es geht darum, dass du immer wieder Zeit hast und richtig abwägst. Ein Reden Gottes auf dieser Seite, die Fischernetze auswerfen, hat mehr gebracht, wie das ganze Nachtfischen von professionellen Fischern, wo Petrus unterwegs war. Die ganze Nacht haben sie nichts gefischt. Jesus, ein Zimmermann, der war kein Fischer, ein Zimmermann, sagt zum Fischer, der gerade heimkommt, die ganze Nacht gefischt hat, hey, fahr nur mal raus und schmeiß auf der anderen Seite raus. Das ist wie wenn ein Bäcker zum Kfz-Mechaniker geht und vielleicht so ähnlich, der hat den Fehler gesucht und alles Mögliche in dem Auto, alle möglichen Werkzeugen und sagt, jetzt hör mal zu, ich gebe dir das Werkzeug, schraub die Schraube dann nochmal auf. Und dann sagt er mal zu, du hast keine Ahnung, Bäcker, ich habe die ganze Sache, ich habe schon alles losgeschraubt hier, es funktioniert nicht. So, aus der Gegenwart Gottes, ein Reden deines Vaters kann dir mehr bringen, wie die ganze Nacht zu schwitzen und den Tag hindurch. Josua 24, Vers 13. Ich gebe euch ein Land, das ihr nicht nutzbar machen musstet und Städte, die ihr nicht gebaut hattet. Jetzt wohnt ihr darin und esst von den Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So Gott, der Allmächtige, möchte es für dich tun. Wenn du ihn als Nummer 1 hast, in allem, was du tust, wird dein persönliches Wachstum deine anderen Bereiche beeinflussen. Gunst und Gnade werden auf dir freigesetzt sein. Ich merke es auch immer wieder, ich war von Natur aus ein Macher. Immer wieder, wenn ich es versuche zu machen, immer wieder, wenn ich versuche zu fixen, wenn ich es versuche zu reparieren, geht's in die Hose. Wenn ich warte und es den Herrn tun lässt, dann funktionieren die Dinge normal. Und es hat nichts mehr damit zu tun, dass du fragst.